Heute mal wieder ungeschnitten, kleines Update zu dem Behindertenausweis. Ich hatte ja Anfang des Monats alles abgeschickt endlich und dachte so, naja gut, jetzt wirst du in 20 Jahren erstmal nichts hören. Unverhofft kamen heute zwei Briefe in den Briefkasten von der Lageso, 15.08. Das ging jetzt dann doch recht schnell, also um zumindest schon mal was zu hören. Und das Ding ist, ich warte eigentlich die ganze Zeit auf einen Brief von der Reha bzw. Rentenversicherung. Weil ich ja Einspruch eingelegt hatte bezüglich der Reha, weil mir die nicht genehmigt wurde und ich das unfair fand, auch deren Begründung. Und das ist halt komisch, wenn man dann einen Brief quasi hat, mit dem man gar nicht rechnet. Ja. Auf jeden Fall habe ich die zwei Briefe jetzt im Briefkasten gehabt. Jetzt wollte ich mal ganz kurz vorlesen, was hier drin steht. Also der eine, da steht einfach nur drin, sehr geehrter Herr Punkt, Ihr Antrag auf Feststellung ist am 5.8. eingegangen und wird unter dem oben genannten Geschäftszeichen bearbeitet. Bitte geben Sie bei allen Schreiben und Rückfragen dieses Geschäftszeichen an. Bla 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 bla. Das war der erste Brief, das halt eingegangen ist. Und das zweite, schon weiter, also ein bisschen mehr informativ. Sehr geehrter Punkt, gerne informiere ich Sie über den Sachstand des Verfahrens auf Feststellung der schwerbehinderten Eigenschaft nach dem 9. Buch Sozialgesetzbuch. Ich habe Ihren Antrag geprüft und die erforderlichen ärztlichen Befunde angefordert. Die inzwischen hier eingegangenen Unterlagen habe ich heute dem Bereich ärztliche Begutachtung zugeleitet, der einen Gutachter, eine Gutachterin für die sozialmedizinische Beurteilung beauftragt. Man kann auch dem Ganzen widersprechen, formlos. Die Begutachtung der ärztlichen Befundberichte erfolgt nach bundesweit geltenden Grundsätzen der Versorgungsmedizinverordnung. Und dann ist hier noch so ein bisschen, wie geht es danach weiter, so ein bisschen Informationen, wie lange dauert es bis zur Bescheiderteilung, können Sie helfen, das Verfahren zu beschleunigen, haben Sie noch Fragen, Bürgertelefon 115, ich wusste gar nicht, dass es ein Bürgertelefon mit 115 gibt, interessant. Ja, finde ich ganz cool, dass man zumindest mal Feedback bekommt, dass es jetzt quasi schon in Arbeit ist. Ja, das ist sozusagen der erste Schritt. Und dass sie sich das da alles anfordern, macht natürlich Sinn. Wobei ich ja, gut, ärztliche Befunde, ja, sicher, weiß nicht, was die da auch alles zusätzlich anfordern. Ich hatte ja, wie gesagt, die ganzen Ärztbriefe, habe ich ja alle hingeschickt. Aber gut, das wird man wahrscheinlich nicht erfahren. Da stand auch drin, dass man in den seltensten Fällen quasi, nur in Ausnahmefällen werden sie zu einer Untersuchung eingeladen. Ja, also das wird dann einfach so entschieden. Ist interessant. Und was auch noch interessant war, kleiner Punkt, ich habe ja, wie gesagt, immer hier und da, also so zwei, drei Leute teilweise, mit denen ich bei Instagram schreibe, was cool ist, wie gesagt, und eine Person, ich nenne natürlich keine Namen, logisch, mit der schreibe ich jetzt schon, ich weiß nicht, vielleicht ein, zwei Monate oder so. Und im Grunde hat sie Morbus Crohn, hatte einen Unfall gehabt und hat dann daraufhin auch ins Doma tragen müssen und hatte jetzt auch die Rückverlegung. Und sie hat zum Beispiel 50% bekommen. Und jemand anders hatte mich auch wegen dem Video angeschrieben. Sie hatte mich auch wegen dem Video angeschrieben, halt meinte so, ich habe da gerade dein Video gesehen. Wir haben auch schon über andere Sachen geschrieben. Und noch jemand anders hatte mich angeschrieben und meinte, der hat 60% bekommen und der hat, glaube ich, das ähnlich so wie ich, also vom Prinzip her, jetzt auch den Pouch dann, muss dann angelegt werden und die weiteren Schritte. Das heißt also, ich vermute mal, dass ich da schon auf jeden Fall einen Behindertenausweis bekommen werde, nur halt die prozentuale Einstufung kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber ich denke mal vielleicht dann doch in dem Bereich. Ja. Ja, ich finde das gut, dass das jetzt, ich weiß, ich bin da ein bisschen spät dran gewesen, aber ich habe ja auch erklärt, warum, und finde es gut, dass es jetzt doch schon so ins Rollen kommt, sodass man zumindest mal weiß, dass da schon ein bisschen was geschehen ist. Und es war jetzt wirklich ein paar Tage später. Und das heißt, das liegt da nicht alles irgendwie erstmal noch 5 Wochen rum und wird dann erst bearbeitet, sondern es geht eigentlich schon direkt los. Das finde ich echt cool, weil man hat ja keinen Überblick. Man weiß natürlich immer nur, alles ist irgendwie überfordert, das ganze System ist halt komplett überfordert. Wobei auch da, ich hatte, der mir geschrieben hat wegen den 60%, meinte auch, ich glaube, bei ihm hat das 4 Wochen gedauert oder so. Und bei ihr zum Beispiel, sie mit 50% hat es, glaube ich, 4 Monate gedauert. Also, man sieht, und das ist von Bundesland, er meinte sogar von Stadt zu Stadt, alles nochmal unterschiedlich. Das ist schon krass, also.
Ah ja, gut, wie gesagt, ich bin froh, dass es jetzt im Gange ist und ja, das wollte ich einfach nochmal so als kleines Update schon mal dazu geben. Hat jetzt gut gepasst, direkt nach dem Video. War jetzt wohl natürlich nicht geplant, aber so ist es halt. Das gefällt mir dann auch, wenn es mal um Videos geht, wenn die mal so spontan entstehen und du gar nicht irgendwie darüber jetzt nachgedacht hast. Ja? Ich habe ja überhaupt nicht gerechnet. Ja, gerne was dazu sagen, wenn man da auch Erfahrungen hat. Allgemein dieser ganzen Behindertenausweis-Thematik. Schwerbehindert ist man, habe ich kurz gelesen, Schwerbehindertausweis quasi ab 50%. Ja, da geht das dann los. Wenn man da was so sagen möchte, gerne. Und man kann auch natürlich kommentieren, ist ja keine Frage. Aber ich schreibe, wenn es darum gehen sollte, sich ein bisschen auszutauschen oder so, gerne bei Instagram einfach schreiben, dann ist das irgendwie einfacher. Außerdem muss das ja auch nicht immer jeder mitlesen. Also ich meine, das lesen ja jetzt nicht 1000 Leute, aber trotzdem, wenn man Bock hat, je nachdem. Ja, das war's erstmal. Und ansonsten wollte ich ja eigentlich dann Freitag, also morgen, das nächste Video rausbringen. Das habe ich jetzt noch gar nicht geschnitten. Mal gucken, vielleicht. Ich mache ja mittlerweile so alle 2-3 Tage oder 3 Tage oft. Aber ist ja eigentlich auch egal. Mal gucken. Ja, das war's erstmal. Im Cast raus. Bis zum nächsten Mal.